Mein Name ist Cameron Moyedi. Ich bin anzugehender Kfz-Mechatroniker bei AutoPlus. Typische Aufgaben eines Kfz-Mechatronikers sind meistens mal halt Radwechselinspektion oder Ölwechsel, Bremslichtigkeitswechsel. Halt so das Typische, eine Wartung von einem Kraftfahrzeug. Man benötigt Sicherheitsschuhe und je nachdem, was der Arbeitgeber einem vorschreibt, also jetzt zum Beispiel nur eine Arbeitshose oder eine Latzhose. Die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker dauert 3,5 Jahre. Man muss zumindest ein BBR oder ein MSA erreichen für den Beruf. Die Aufteilung zwischen der Arbeit und der Berufsschule ist, dass ich 2 Wochen im Betrieb bin und 1 Woche dann in der Berufsschule. Ein typischer Arbeitstag sieht bei uns so aus. Also zuerst kommt darauf an, ob wir Reifensaison haben oder nicht. Wenn wir eine Reifensaison haben, dann kriegen wir natürlich mal Radwechsel rein, was auch anspruchsvoll ist, aber macht sehr Spaß. So, und also sonst eigentlich ein typischer Arbeitstag läuft eigentlich so ab, dass man entweder eine Inspektion vor sich hat oder einen Ölwechsel oder einen Bremslichtigkeitswechsel. Am meisten Spaß macht mir eine Inspektion an einem Kraftfahrzeug, weil dort alles mit inbegriffen ist. Ich habe den Beruf ausgewählt, weil ich seitdem ich klein bin immer was mit Autos zu tun haben wollte und weil es mir einfach Spaß macht.